Trotz seines Lächelns schwingt auch etwas Wehmut mit. Ivo Hentschel verlässt das Staatstheater und wechselt an die Komische Oper in Berlin. Der erste Kapellmeister wird am Freitag und Sonntag seine letzten philharmonischen Konzerte in Cottbus leiten. Ich will jetzt gar nicht abwägen, was jetzt irgendwie das schönste oder das wichtigste Konzert oder Opernprojekt hier in Cottbus ist oder war. Aber das ist schon ein ganz besonderes Highlight auch für mich und ich hoffe auch für Cottbus und für das Publikum. Gespielt werden dann Matthes der Maler von Paul Hindemith und das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms. Beide gelten als bedeutende Vertreter ihrer Zeit, Hindemith für die neue Musik und Brahms für die Hochromantik. Dennoch haben sie mit einem gewissen Ruf zu kämpfen. Brahms, die einen lieben ihn, die anderen sagen, oh, das ist mir zu monumental, das ist mir zu schwer, zu breit. Das stimmt aber in diesem Fall überhaupt nicht, weil das zweite Klavierkonzert ist eines der genialsten Werke, die vielleicht je geschrieben worden sind. Und Paul Hindemith, der immer so ein bisschen ein Imageproblem hat und womit jeder so sagt, ja, auch Hindemith, das muss jetzt vielleicht nicht sein. Da kann aber selber am wenigsten dafür und die Kompositionen sind unglaublich gut und auch wegweisend für viele Komponisten, die nach ihm geschrieben haben. Und alle Filmkomponisten haben sich die Musik von Hindemith angehört und auch das hört man heutzutage noch. Ivo Hentschel betreibt also auch sowas wie Imagepflege für beide Komponisten. Das siebte philharmonische Konzert der Spielzeit bildet zudem in zweierlei Weise den perfekten Abschluss für seine Zeit im Staatstheater. Zum einen sind beide Stücke eine Premiere für ihn, er dirigiert sie zum ersten Mal. Zum anderen sind sie eine echte Herausforderung. Der Hindemith ist fürs Orchester unsagbar schwer und es gelingt erst dann, wenn man das nicht hört, sondern wenn das leicht klingt. Und für den Brahms braucht man einen Solisten, der technisch alle Fähigkeiten mitbringt, die man auch nur haben kann, weil es auch technisch eins der schwersten Klavierkonzerte ist, die je geschrieben worden sind. Und das in dieser musikalischen Dichte bin ich sehr froh, hier mit dem Staatstheater Cottbus, mit dem Orchester des Staatstheaters und mit Bernd Glemser dieses Konzert bestreiten zu dürfen. So als meinen philharmonischen Abschluss hier in Cottbus sozusagen. Ivo Hentschel sagt aber noch nicht komplett Tschüss. Bis zum Ende der Spielzeit wird er noch an mehreren Opern und beim Konzert junger Künstler mitwirken. Zudem lässt er sich eine Hintertür. Als Gastdirigent würde er liebend gerne ins Staatstheater zurückkommen.